Wie gut ist das legendäre Haarstyling-Produkt, die Strandmatte von Gottobi wirklich? Starten wir wie immer mit der Verpackung. Also ich finde diese Blechdosen grundsätzlich einfach nicht so nice, aber in diesem Fall haben wir wirklich ein nices, gutes Format, vom Design her auch ansprechend. Von daher hier an dieser Stelle eine grundsolide Verpackung, die ich tatsächlich nicht schlecht finde, trotz einer Blechdose. Kommen wir zum Geruch des Produktes. Ich habe dieses Produkt wirklich eine halbe Ewigkeit genutzt und deshalb erinnert mich dieser Geruch an super viele hervorragende und gute Zeiten. Der Geruch ist grundsätzlich etwas schwer definierbar. Es riecht künstlich, es riecht süß, es riecht ein bisschen nach Kaugummi. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 75% der Inhaltsstoffe sind gut, die anderen 25% leider nicht ganz so gut. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der Hersteller wirbt mit einem Matt-Effekt mit Textur und das ohne zu verkleben bei einem mittleren Halt. Meine Vollfrisur vor dem Styling sieht aktuell wie folgt aus. Weiter geht's mit dem Produkt und zwar mit der Konsistenz. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass die Formulierung von dem Produkt hin und wieder mal ein bisschen geändert wurde. Aktuell ist es allerdings so, dass die Konsistenz wirklich sehr weich ist. Es erinnert an so eine sehr weiche Creme bzw. sehr weiche Paste. Dementsprechend kann man das Produkt auch ganz easy in den Händen verteilen und auftragen. Nach kurzem Verreiben hat man noch so einen leichten Film in den Handflächen und wenn man das noch ein Stückchen länger verreibt, dann verschwindet das Produkt dann tatsächlich auch vollständig in den Handflächen. Kommen wir zum Styling. Ich wusste natürlich, dass an dieser Stelle bei dem Produkt ein Pre-Styling auf jeden Fall notwendig ist. Dementsprechend habe ich das an dieser Stelle auch gemacht und meine Haare erstmal angefeuchtet. Dann ein paar Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet, eine Föhnbürste dazu genommen und dann mit einem Föhn auf der mittleren Stufe die Haare schon mal etwas in Richtung geföhnt. Und dann ging es los mit dem Styling und dem Produkt. Ich habe das Produkt dann vollständig in meine Haare eingearbeitet und habe meine Haare dann mit meinen Fingern dementsprechend in Richtung gestylt. Später habe ich dann noch einen feinen Kamm dazu genommen, um meine Haare noch etwas zu ordnen und dann war das finale Ergebnis. All in all bin ich mit dem Styling nicht ganz so zufrieden, weil meine Haare hier und da auch wieder rausgesprungen sind. Von daher an dieser Stelle auf jeden Fall in puncto Styling ein paar Punkte Abzug. Kommen wir zum Halt des Produktes. Also der Halt ist, muss man ehrlich gestehen, einfach schwach an dieser Stelle. Für meine Haare reicht der Halt nicht aus und ich weiß gar nicht, warum ich so lange dieses Produkt benutzt habe, weil ich für meine Haare einfach einen viel, viel stärkeren Halt benötige. Heißt, an dieser Stelle musste ich auf jeden Fall nochmal mit Haarspray nachfixieren, damit meine Haare mindestens ansatzweise halten. Aber über den Tag verteilt reicht das Produkt bei meinen Haaren definitiv nicht aus. Deshalb auch an dieser Stelle in puncto Halt, Punkt Abzug. Kommen wir zum Finish. Wir bekommen mit dem Produkt eine angenehme Textur in den Haaren, die auch relativ natürlich aussieht und das Finish ist auch, wie versprochen, matt. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Also zur Auswaschbarkeit, man kann das Produkt auch nur mit Wasser aus den Haaren herauswaschen, aber ich hatte da so ein komisches Gefühl, von daher würde ich an dieser Stelle auf jeden Fall noch Shampoo mit hinzunehmen, wenn man das Produkt wirklich rückstandslos aus den Haaren entfernen möchte. Und in puncto Preis, ja Leute, das ist ein Drogeriemarktprodukt und deshalb ist der Preis auch relativ gering. Dieses Produkt wird natürlich in Massen verkauft, das ist wirklich Wahnsinn. Ihr bekommt die Strandmatte von Gottobi und zwar 100 Milliliter davon für ungefähr, je nachdem wo ihr es bestellt, für 5 Euro. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich persönlich das Produkt weiterempfehlen? Also man kann das Produkt schon nutzen, aber ich persönlich würde dieses Produkt einfach nicht mehr weiterempfehlen, weil es einfach am Markt wesentlich bessere Produkte gibt, die von den Performance-Punkten einfach wesentlich besser abschneiden und mit denen man all in all einfach auch ein besseres Ergebnis erzielt. Grundsätzlich würde ich es, wenn überhaupt, Leuten empfehlen, die dünne bis normale Haare haben, die wirklich nur einen leichten Halt wollen, trotzdem Matt-Effekt wünschen und die einfach nicht so tief in die Tasche greifen möchten. Kommen wir zur totalen Punktzahl. Die Strandmatte von Gottobi bekommt all in all von mir 36 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestyle.